Na, habt ihr Lust? Ich auch. Folgender Fall. Mario. Mario. Du Haufen Scheiße. Pass mal auf, folgender Fall. Da hat sich doch die Tage ein Facebook-Rentner gedacht, er müsste mir zwei Kommentare schreiben. Und dachte, da rede ich mal ein bisschen mit euch drüber. Denn die sind sehr unterhaltsam. Das ist eigentlich der Punkt, wo ich jetzt austicken müsste, aber ich wohne ja mittlerweile nicht mehr alleine hier. Außerdem bin ich momentan erkältet, dann die Sache mit meinem Fuß, ihr wisst Bescheid. Wir machen es heute auch etwas entspannter. Aber die Armseligkeit möchte ich euch trotzdem präsentieren. Deswegen lasse ich euch den Kommentar einfach mal unten in der Ecke. Liest ihn euch in Ruhe durch, ne? Bildet euch da eure Meinung drüber. Schreibt ihm gerne auch was, wenn ihr sagt so, ey, ihr seid da nicht ganz cool mit. Oder ihr sagt, ey, ihr habt vollkommen recht. Ihr findet seinen Kommentar unter dem Video, wo wir der Tina geholfen haben. Einfach kurz sagen, ey, Kollege, da hast es ihm gegeben. Schreibt ihm was Schönes. Dieser Mann ist so dämlich, dass er es, glaube ich, gar nicht merkt. Ist übrigens auch derselbe Typ, der mir den hier geschrieben hat. Also er hat versucht, mich anzugreifen, weil ich meinen frisch erstellten Twink noch nicht beherrsche. Also den Charakter mit den absolut wenigsten Spielstunden überhaupt. Ja, hat mich sehr getroffen, auf jeden Fall. Aber wir kümmern uns um den anderen Kommentar. Also, wir haben es hier mit MC Schwarz-Weiß zu tun, ne? Es gibt ja nur das eine oder das andere. Du kannst entweder nur ganz freundlich sein oder kannst entweder nur ein Arschloch sein. Dazwischen gibt es nichts. Dementsprechend ist dem guten Mario nicht in den Sinn gekommen, dass meine Videos A zur Unterhaltung dienen und B, hab ich schlechte Spiele angegriffen und mich über die lustig gemacht? Ist dem so? Oder habe ich schlechte Spieler, die... Gute Frage. Denn der gute Mario möchte nämlich, dass ich mich entscheide. Ich darf nicht beides machen. Ich darf mich nicht über Versager aufreden, gleichzeitig aber Spielern, die es noch nicht so gut wissen und es aber gerne schaffen möchten, helfen. Das darf ich nicht. Nein, 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 nein. So läuft das hier nicht. Entweder beleidigen wir hier alle oder gar keinen. Das ist anscheinend den Weg, den ich hier einschlagen soll. Dementsprechend mache ich das, was man als YouTuber so macht. Ich gucke auf das, was gibt am meisten Klicks. Das, wo wir der Tina geholfen haben oder das, wo ich Leute beleidige. Und da wird schnell sehr, sehr klar, wir werden keine Leute mehr freitags, wir werden keinen Leuten mehr helfen. Weil das darf ich jetzt nicht mehr. Müsst ihr euch bei Mario bedanken, okay? Dann müsst ihr euch jetzt bei dem Mario bedanken. Ich soll mich entscheiden. Gut, dann werden wir halt weiterhin einfach nur Spieler mobben. Können wir gerne so machen. Sprich also, jeder, der mit mir ab Freitag in die Dungeons geht und einen kleinen Fehler macht, wird von mir todesbeleidigt und wir werden den Dungeon sofort beenden. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spaßig. Guter Mario, ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Bleib in deiner verkorksten Facebook-Welt, ne? Wo es nur Schwarz und Weiß gibt, wo ihr alle verbitterte Spackos seid, die keinen Humor verstehen und wuselt nicht bei Leuten rum, die skilltechnisch weit über eurem Level liegen. Ich meine Wenigkeit. Vielen Dank dafür. Mario, du bist genau der Typ Spieler, den ich in meinen Videos angreife. Genau der. Lernresistent, arrogant, hält sich für was Besseres und sieht die Fehler immer nur bei den anderen. Wir hatten, ihr wisst es noch, was war das? Wann war das? War das noch am Freitag? Zweites Mal Tor zum Paradies. Da hatten wir auch wieder so einen Kecko drinne. Den konnte es auch wieder nicht schnell genug gehen. Und weil wir auf seinen Befehl hin den Dungeon nicht beenden wollten, weil wir wollten den halt schaffen, so nach dem Motto, komm, einfach so geht noch, hat er sich AFK in die Ecke gestellt. Und nach dem Motto, dann spiele ich halt nicht mehr. So. Du, Mario, du bist das Problem. Nicht meine Wenigkeit und meine Videos. Du. Und deine ganze Sippschaft. Ihr seid das große Problem. Weswegen dann Leute teilweise zu mir kommen und mich nett fragen, jetzt kurz der Tage auch wieder einen Kommentar bekommen, ob ich jemanden mit Argos Phase 1 nehmen kann. Sprich also, ich bin der Gegenpol zu euch. Okay? Ihr seid ein Haufen Scheiße und geht den meisten Spielern auf den Sack und ich bin der diesen Leuten dann versucht zu ermöglichen, Content zu spielen. Was aber witzig ist, weil das sollte nicht meine Aufgabe sein. Das müsste ich nicht gerade biegen.
Ich will auch nur das Spiel genießen. Aber mir macht das aber auch Spaß, Leuten zu helfen. Leuten, die auch geholfen werden möchte. Aber Leute wie ihr zum Beispiel, die scheinbar einen ziemlich exotischen Anspruch an anderen Spielern haben, die sind nicht so gern gesehen. Dementsprechend, Mario, lösch deinen YouTube-Account, halt deine dumme Schnauze, geh mit deinem Damage-Paladin irgendwie in eine Gruppe rein, versau irgendwelchen Leuten das Spiel, mach was du willst, aber nerv andere Leute nicht. Okay? Ihr seid die Pest. Ihr seid die reinste Pest in diesem Spiel. Der Abschaum von Lost Ark. Worüber wir gerne drüber sprechen. Sehr, sehr ekelhafte Menschen. Ihr dürft natürlich gerne weiterhin kommentieren. Ich habe immer wieder eine Freude daran. Aber ich werde euch auch immer wieder hier in meinen Videos zerlegen. Dementsprechend bin ich nochmal in Kurzfassung. Ich werde weiterhin Spieler wie dich mobben. Ich werde aber auch weiterhin freitags mit Leuten Abgrund-Dungeons laufen. Weil ich habe da verdammt viel Spaß dran. Andere Leute haben da verdammt viel Spaß dran. Und auch Menschen wie die Tina haben verdammt viel Spaß dran, weil sie bei uns halt die Hilfe bekommt, die sie halt auch braucht. Mal Leute, die auch mal sich die Zeit nehmen. Nimmst du dir die Zeit für solche Leute? Hilfst du Leuten durch den Dungeon durch? Ich glaube eher nicht. Es ist echt ätzend mit diesen Leuten. Es ist so unfassbar ätzend, aber es wird auch nicht aufhören. Es wird nicht aufhören. Und ich sage euch, wenn ich gerade allein zu Hause wäre, ich würde noch mal ein ganz anderes Video gegen dich machen. Aber vielleicht kommt ja noch mal was. Ich bin mir sicher, dass du auf jeden Fall noch einen Kommentar schreiben wirst. So getriggert, wie du alte Heulsuse bist, das ist ja unfassbar. Ich werde auf jeden Fall jetzt meinen Abend ausklingen lassen, werde mein Daily Content machen und bereite mich schon mal vor auf den Freitag, wo wir dann nicht nur wieder mit vielen wunderbaren Menschen den ganzen Abgrund-Content laufen, sondern auch endlich mal Walter in Angriff nehmen. Ich hoffe, wir kriegen da genug Leute zusammen. Da wollte ich noch ein eigenes Video zu machen. Aber hier schon mal kurz als Reminder, wer Walter ready ist, mach mal kurz hier machen. Ne? Freitag, geht's los. Meine Aufgabe jetzt, übrigens, Mario, ich werde jetzt noch versuchen, bis Freitag einen weiteren Charakter Argos ready zu machen, damit ich Leuten, die nur Phase 1 laufen können, mit zu Phase 1 nehmen kann. Ist das nicht krass? So toll bin ich. Auch ein Arschloch, ja. Aber ich bin so toll. Einfach nur, um Leuten ein schönes Spielerlebnis zu geben, was sie von Leuten wie dir nicht erwarten können. Schreib weiter deine Kommentare. Hack weiter auf meinen Spielskills von einem Charakter rum, den ich seit 2 Stunden spiele. Wenn es dich glücklich macht, wirklich, mach es. Erzähl mir was von meiner grauen Masse. Ich werde weiter Plebs wie dich in den Boden stampfen und ich werde weiterhin freitags mit den Leuten die Abgrund-Dungeons laufen. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Kleiner Tipp von mir. Ich würde dir sofort in deine Facebook-Gruppe gehen und denen mal sagen, was ich doch für ein doofer Typ bin. Am besten verlinkst du denen dieses Video hier. Und dann haben wir alle eine ganze Menge Spaß. Ne? Was hältst du davon? Mario. Also ein gepflegtes Fick dich und an deine ganze Rentnergruppe. Wir werden uns Freitag wiedersehen. Und dann wird's wieder herrlich. Ich freue mich doch selber schon drauf. Ich hoffe, dass es bis dahin alles klappt mit dem zweiten Charakter für Argos. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.